Hallo und herzlich willkommen zurück hier in der Wirtschaft, in der Scheibenwelt. Ja, draußen regnet es in Strömen, wir haben auch erst 7:15 morgens. Ich hatte aber gerade mal wieder voll Bock aufzunehmen. Und dementsprechend machen wir doch einfach mal weiter. Wir haben das letzte Mal den Passierschein bekommen. Bestens geeignet für Leute, die das eine oder andere Tor passieren möchten. Und damit kommen wir wahrscheinlich dann aus der Stadt raus. Und ansonsten weiß ich gar nicht, was genau wir im Moment machen müssen. Aber wie es halt immer so ist, ein bisschen rumprobieren und dadurch kommt man immer weiter. In die Schatten will er ja noch nicht gehen. War noch irgendwas im Park? Ach, genau. Ja, hier liegen wir ja betrunken auf der Bank. Oh, da habe ich also den Rausch ausgeschlafen. Reannueller Wein ist ein seltsames Zeug. Das hätte vielleicht zur Aufnahme vom letzten Mal gepasst. ja, auch noch was ich irgendwo gehört, gelesen oder rausgefunden habe. Wir kommen nämlich an den Schmetterling ran. Was uns das bringt, weiß ich zwar nicht, aber wir kommen da ran. Und zwar erst dann, wenn wir nicht, wenn er nicht ständig weggeblasen wird hier von Rincewind. Und das schaffen wir, indem wir ihm Frosch in den Mund stecken. Ja, dementsprechend kommen wir jetzt halt mit unserem Schmetterlingsnetz an den Schmetterling ran. Genau. Das heißt, wir haben einen Schmetterling. Also die Truhe... Das funktioniert nicht. Ja? Bleibst du da? Truhe füllt sich immer weiter. Plus, dass wir wahrscheinlich die Hälfte nicht mehr brauchen. ja. Tomate können wir auch mal ein paar Mal werfen. Wie sieht denn das eigentlich bei Nacht aus? Können wir da auch offen... Marktplatz? Nee, können wir nicht. In die Trommel können wir. Hier müssen wir dann die Losung horchen, damit wir da reinkommen. Ja, in die Schatten müssen wir irgendwann auch nochmal. Bibliothek. Eine Straße. Straße bei Nacht. Stadttor. Wie gesagt, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, wie es weitergehen könnte. Wenn ihr Ideen habt oder sonst irgendwelche Anregungen, lasst doch mal einfach einen Kommentar da. Zum Beispiel eine Idee, wie man den Affen nicht mehr so laut schleichen lassen kann. Wie gesagt, ich habe schon an verschiedensten Reglern hier in den Soundeinstellungen rumgespielt. Bringt aber alles nichts. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ja, wobei, eigentlich bin ich ja froh, dass der Sound läuft. Das war ja mal ein Eck gewesen. So, wir kommen aus der Stadt raus. So. Karotte, wie sieht's denn aus? Genial. Super. Dann gehen wir doch mal ein bisschen spazieren. So, was haben wir denn hier?
Ein Wald. Da kriegen wir keine Beschreibung zu. Noch einen dunklen Wald. Was ist das schon? Oh, da hinten ist noch der Rand der Welt. Naja. Aber anscheinend war es das. Dann gehen wir doch mal in den Wald. Ah, das ist auch wieder sehr laut hier. Fliegen auch wieder Schmetterlinge rum. Ich glaube, ich mache hier das Video einfach, schneide ich und mach's leiser. Oh, ein Frosch. Hey, Frosch. Ja. Ein Wünschbrunnen. Ich wünschte mir, viele einen Wunsch ein. Mir fallen da Tausende ein. Zum Beispiel ein weiterer Wunsch oder drei weitere Wünsche. Vielleicht können wir da die Mülltonne reinkippen. Das funktioniert nicht. Schade. Achso, wir hatten den Schmetterling noch gar nicht. Der kaum gefleckte Zitterfalter. Okay. Ja, irgendwie münzentechnisch haben wir gar nichts. Den Schatz haben wir vorhin abgegeben. Können wir dann irgendwas hier an der Kurbel oder so machen? Ah. Na, lernt das? Oh. Jetzt haben wir... Nein. Nein, offenbar bin ich nicht dazu imstande. Okay, wir haben doch keinen Eimer. Sieht wie ein Dingsbums aus. Ein Eimer? Eine praktische Kurbel aus Holz. Ich wünschte mir viele einen Wunsch ein. Ich bin kein Cartoon. Ich bin nur dimensional benachteiligt. Das war wieder so ein Spruch, wenn man ihn rechts klickt. Was könnten wir denn mit dem Brunnen veranstalten? Könnten wir in die Luft jagen. Nein? Das funktioniert. Oh, nein. Also, merken, hier gibt es wohl noch einen Wunschbrunnen. Und ansonsten anscheinend gar nichts. Ja, dann hätten wir da noch einen dunklen Wald. Augen. Frosch. Vielleicht sollte ich jetzt die Melodie meines Lieblingslieds summen. Was ist denn dein Lieblingslied? Vielleicht sollte ich jetzt die Melodie meines Lieblingslieds summen. Aha. Oh, was haben wir denn hier? Ja, hier haben wir vor allem wieder ruhig. Eine Kristallkugel. Nun, wohl eher Quarz als Kristall und keine Kugel in dem Sinn. Mehr ein Klumpen, aber vermutlich funktioniert das Ding trotzdem. Okay, wie soll es funktionieren? Das funktioniert... Ja, so das viel zum Thema. Funktioniert nicht. Vermutlich funktioniert es trotzdem, aber... Das funktioniert nicht. Ja, alles klar. Okay, was haben wir hier? Rindswind...
Ja, mit dem Touchpad von der Maus ist das so ein bisschen schwieriger zu steuern. Das funktioniert nicht. Touchpad von der Maus, oh Gott. Ja, so ganz wach bin ich noch nicht. Mit dem Touchpad vom Laptop. Das funktioniert nicht. Bei Offlers Innereien. Das Ding enthält eine grässliche gelbe Masse. Abscheulich, dämonisch und... Oh nein, einen Augenblick. Es ist nur Pudding. Oh, können wir ein bisschen Pudding haben? Ein Krug voll Pudding? Das funktioniert nicht. Nicht? Vielleicht ein Topf voll Pudding? Oh ja, Pudding. Was machen wir Na, damit? hervorragend. Ein Tontopf mit klumpigem Pudding. Okay. Nun, einige der Kräuter scheinen meinen Blick zu erwidern. Das sind ja merkwürdige Kräuter. Nee, groß weiter gibt's da jetzt hier aber auch nichts. Immerhin, wir haben Pudding bekommen. Und wissen immer nun, wissen nicht, was wir. Oh, schon wieder so laut. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier gar nichts gesagt habe, aber es ist mir einfach viel zu laut. Also, ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Hier ist auch schon wieder so laut. Wahrscheinlich rede ich jetzt einfach ein bisschen lauter und werde es dann im Movie Maker so umschneiden, dass ich hier einfach das Video auseinanderschneide und dann den Ton ein bisschen leiser mache, weil man das für einzelne Teile aus dem Video nicht einstellen kann. Wir haben hier eine Lampe. Oh, ich wollte die doch nur angucken. Na, dann stecken wir es mal In ein. ihrem Innern schwappt Öl. Öl. Das funktioniert. Hey. Das funktioniert. Okay. Es ist duster hier draußen. Ja, ein Wunder, dass wir hier überhaupt stehen können. Ohne Kokospalme. Genau richtig, um Kokosnüsse außer Reichweite zu halten und mir somit ein weiteres Problem zu bescheren. dagegen treten? Nee, schütteln. Verdammt, schnell. Schmetterlingssatz? Geht das? Ach was, ist ja cool. Was mich jetzt mal interessieren wird, oh, wir könnten einen Obstsalat machen. Aus Tomaten, Bananen und Kokosnüssen. Und das mit Pudding mischen. Ja, klingt nicht so lecker. Ja. Ich wusste, dass mich dieses Spiel schließlich an den Rand des Wahnsinns treiben würde. Wer weißt denn du, dass das ein Spiel ist? Vögel. Sie fangen alle Fische, die über den Rand geraten. Können wir die Vögel fangen? Das funktioniert. Okay. Aber vielleicht können wir den Schmetterling in die Laterne tun. Das funktioniert. Irgendwas müssen wir doch hier kombinieren können. Keine Ahnung. Naja. Haben wir noch irgendwas? Ein Regenbogen. Oh, wunderschön. Ja. Oh, wunderschön. Okay. Das funktioniert. Was wollte ich denn mitnehmen, aber es geht nicht. Und nun? Ja. Da hätten wir dann schon wieder die komplette
Scheibenwelt erkundet? Oder? Wo ist ein Rind? Ah! Okay, doch noch nicht ganz. Toll. Ein nichtssagender Weg? Mit einem Huhn mit... Nun lass uns darüber reden. Weißt du, ich habe mich immer gefragt, warum überquerst du die Straße? Hör mal, du machst mir keine Angst. What? Oh ja, da kommt die Truhe angerannt. Schön. Unartiges Ding. Wieso? Sie hat doch nur den Weg frei gemacht. Oh, eine Feder. Wir haben eine Feder. Und das Ei kann man bestimmt auch noch mitnehmen. Jawohl, ja. So, wir haben ganz viel unnötigen Kram. Bei Offler, das ist ein riesiges Ei. Es tut bestimmt weh, so ein Ding zu legen. Ja, du musst das ja zum Glück nicht legen. Eine Basiliskenfeder. Das war ein Huhn. Mit einem Dino-Hintern oder was weiß ich, aber kein Basilisk. Da geht's lang. Geht's hier auch irgendwo noch lang? Nee. Gut, wir sind auch schon wieder bei... Ja, jetzt gleich 17 Minuten. Aber wobei, ich könnte mal ein längeres Video machen. Aber ob wir heute noch produktiv irgendwas... Also ich meine, wir haben heute einen Haufen Utensilien gesammelt, aber... Effektiv irgendwie eine Idee habe ich bis jetzt immer noch nicht, was wir damit anstellen könnten. Naja, vielleicht fällt euch ja was ein. Falls ihr irgendwas postet, bitte nicht zu viel spoilern. Ich gucke mich jetzt trotzdem mal noch ein bisschen hier um. Mal in den Palast noch mal rein. Ja, ich glaube, die lassen uns nicht mehr rein. Nee, das hatten wir ja schon. Hau ab! Wenn du hier aufkreuzt, gibt's immer Probleme. Wer? Ich? Ja, du. Können wir da mit dem Passierschein durch? Ah nee, den haben wir schon gar nicht mehr. Gleich mit dem Ei? Pudding? Pudding. Das funktioniert! Ach, was ich auch noch gehört habe, das könnten wir mal machen. In der Straße sitzt ja der Bettler, der soll wohl in allen möglichen Situationen dann immer irgendwas anderes erzählen. Das könnten wir uns mal noch anhören. Hey da! Potzblitz! Das ist sehr einfallsreich. Da scheint einiges passiert zu sein. Ich muss dir dafür danken. Das Geschäft blüht! Bestimmt hältst du den Markt ganz schön in Trab. Er kommt gewissermaßen sprunghaft voran. Ich versuche, dem Geschäft auf die Beine zu helfen. Oh nein. Okay, alle das halten hatten wir aber schon. Schade. Ja. Auf dem Platz irgendwas Neues. Ne, das können wir ja. Vielleicht können wir... Ach, das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Was kriegen wir denn hier von ihm? Schnapper, was... Drachendetektor gefährlich. Nee, danke. Entschuldigung. Das haben wir noch gar nicht gemacht, oder? Ich weiß es nicht. Rache am Koch. Der Koch der unsichtbaren Universität? Höchste Zeit, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Ja, das tun wir doch jetzt mal. Yeah. Könnte auch eine Kokosnuss werfen.
Das funktioniert nicht. Verdammt. Hat bestimmt eine Beule gegeben. Vielleicht mit Eiern bewerfen. Das funktioniert. Schade. Okay, dann hole ich mir jetzt noch eine Tomate. Und mache mit diesem schönen Bild der Rache dann für heute Schluss. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Yeah.